So, ja, einen schönen guten Morgen von uns an Sie. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von BVB Freie Wähler Landtagsfraktion. Der Fraktionsvorsitzende Peter Wieder ist heute leider aufgrund eines dringenden Termins in Bernau nicht dabei. Mit mir hier auf dem Podium Robert Solker, Ihnen ja bekannt, auch als unser Mann für alle Fälle, Pressesprecher und ja auch in diversen Fachfragen sehr involviert. Wir möchten heute informieren über unseren Antrag zur Strukturförderung Lausitz-LEAG. Das wird Herr Solker machen. Ich werde dann den Änderungsantrag zur Anpassung der Abgeordnetenentschädigung vorstellen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, wollen wir kurz zu der Infotour zu den Erschließungsbeiträgen informieren. Soweit erstmal unser geplantes Programm. Dann darf ich das Wort an Robert Solker erteilen zu unserem Antrag Strukturförderung Lausitz. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Wir hatten in der Pressekonferenz am 28.01. ja gefordert, dass die juristische Notwendigkeit der Entschädigung an die LEAG für entgangene Gewinne in der Zukunft zu prüfen ist. Und hatten zudem gefordert, dass gegebenenfalls die nicht notwendigen Zahlungen stattdessen in die Strukturförderung der Lausitz investiert werden. Auch hier sind wir wieder von der Entwicklung überholt worden, denn wenige Tage später, am 31.01., berichtete der Spiegel, dass die Bundesregierung gegenüber den Vertretern des Umweltausschusses angekündigt hatte, eine juristische Prüfung der Schadensersatzzahlung der Entschädigung für die entgangenen Gewinne der LEAG vorzunehmen. Dass die Bundesregierung dies jetzt von sich aus angekündigt hat, zeigt, dass unsere Forderung berechtigt war. Allerdings ist dann natürlich auch unsere Forderung hier im Landtag, die Landesregierung aufzufordern, eine solche Prüfung vorzunehmen, damit wohl hinfällig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird das Ergebnis dieser Prüfung sein? Ich hatte das damals am 28. schon ausführlich aufgeführt, wo alles die Probleme sind. Hinzu kommt jetzt auch noch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, hat zu diesem Thema bereits Gutachten gehabt. Das haben wir im Laufe der Recherche dann festgestellt, und zwar das Gutachten WD3-3360-18 vom 31.10.2018. Und dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kam zu folgender Feststellung. Bloße Umsatz- und Gewinnchancen für die Zukunft werden auch unter dem Gesichtspunkt des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs nicht von der Eigentumsgarantie erfasst. Weiterhin kommt das Gutachten zu dem Schluss, insbesondere bei älteren, bereits abgeschriebenen Anlagen kann eine Stilllegung ohne Entschädigungszahlungen daher möglich sein. Nun, wie sieht die Situation aus bei den Kraftwerken und Tagebauen in der Lausitz? Bis auf die massiven Gebäude selbst und die Schornsteine ist praktisch alles abgeschrieben. Die Einrichtungen haben alle nur so einen Abschreibungszeitraum zwischen 10 und 20 Jahren. Das Einzige, was längere Zeiten hat, sind 40 Jahre für die massiven Gebäude und 60 Jahre für die Schornsteine. Das heißt, bis auf die Gebäude selbst ist eigentlich bei allen drei Kraftwerken alles abgeschrieben. Auch bei den Tagebauen gibt es eigentlich nichts, was noch nicht abgeschrieben wäre. Zum Beispiel die Förderbrücken haben nur einen Abschreibungszeitraum von 6 Jahren. Und deswegen halten wir die Entschädigung für 1,75 Milliarden Euro völlig überzogen. Und die zu entschädigenden Gewinne sind angesichts der hohen Preise für Emissionsrechte ohnehin nicht zu erwarten. Das hatten wir ja auch schon in der Pressekonferenz vorgestellt, dieses Problem. Und daher halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass die Prüfung dieser Entschädigungszahlung, dieser Schadensersatzzahlung zu einer erheblichen Kürzung der Entschädigung für die LEAG führt. Nun stellt sich natürlich die Frage, was passiert im Fall einer Kürzung mit den Mitteln, die eigentlich für diese Entschädigung vorgesehen waren? Wenn die Landesregierung nichts tut, dann wird das Geld auf Bundesebene vermutlich einfach einbehalten und dann hat sich die Bundesregierung das Geld gespart. Aus unserer Sicht wäre das aber die ideale Gelegenheit für die Landesregierung, diese Mittel in den Strukturwandel in der Lausitz umzuleiten.
Schließlich sind diese Mittel von der Bundesregierung für den Kohleausstieg in der Lausitz eingeplant und jetzt von der Landesregierung aus zu fordern, okay, dann sollen sie weiterhin dort eingesetzt werden, allerdings halt nicht als unnötig hohe Konzernentschädigung, sondern als Strukturförderung, die der Bevölkerung zugutekommen. Ich denke, das hätte im Bundesrat gute Erfolgsaussichten, das so zu machen, zumal die Mittel ja auch schon eingeplant sind. Wofür könnte man das Geld alles einsetzen? Man könnte es zum Beispiel einsetzen für Umschulungen und die dafür notwendigen Bildungseinrichtungen. Zudem gibt es in ganz Brandenburg einen hohen Mangel an Fachkräften, etwa von Ärzten und Pharmazeutikern bis hin zu Chemikern, Ingenieuren und Informatikern. Und ein Ausbau des Studienangebotes in der Region samt Verbesserung der Studienbedingungen in der Region wären wünschenswert. Zudem könnten dabei gleich auch die Forschungseinrichtungen in der Region gefördert werden, etwa die bestehenden BTU-Institute für Biotechnologie, für Medizintechnik und Materialchemie oder das Fraunhofer Institut für Energieinfrastruktur und Geothermie. Man könnte auch die Verkehrsanbindung der Region verbessern. Die Kohlekommission hatte ja zahlreiche Bahnprojekte für die Lausitz vorgeschlagen und empfohlen. Daher haben wir den Antrag jetzt so gestaltet, dass er die Landesregierung auffordert, sich im Fall einer Kürzung der Entschädigungen für die LEAG dafür einzusetzen, dass die Mittel stattdessen für die Bürger in der Lausitz eingesetzt werden, um dort beim Strukturwandel zu helfen. Ja, soweit von meiner Seite. Haben Sie dazu Fragen? Wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung dieser? Das weiß ich leider nicht, wie lange diese Überprüfung dauern wird. Aber ich schätze mal, das wird sicherlich noch innerhalb dieses Jahres passieren, vermutlich noch bis zum Sommer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt sich Jahre hinzieht, diese Prüfung. Haben Sie damit, dass man sich an die Entscheidung dann hält? Also ich meine, es gibt eine Prüfung, der Bundestag kann ja frei entscheiden, wo er sendet. Ja, allerdings gibt es da ein großes rechtliches Problem. Wenn es keine juristische Notwendigkeit für diese Zahlungen gibt und man sich trotzdem dafür entscheidet, diese Zahlungen an die LEAG zu zahlen, dann hat man plötzlich ein rechtliches Problem mit der EU. Denn die EU wird das dann interpretieren, höchstwahrscheinlich als eine illegale Subvention für Firmen. Und dann bekommt man nicht nur ein, ich sag mal, moralisches Problem, warum man eine juristisch nicht notwendige Entschädigungszahlung an diese Konzerne zahlt, sondern obendrein auch noch juristischen Ärger mit der Europaebene, mit der Europäischen Union, weil halt eine illegale Zahlung und damit eine Subvention stattgefunden hat. Insofern denke ich schon, dass wenn dieses Gutachten zu dem Schluss kommt, dass die Zahlungen zumindest in dieser Höhe nicht zulässig sind, sondern halt eine deutlich geringere Summe ist, dass man sich daran auch hält. Weil diesen Ärger nicht nur auf PR-Ebene, sondern auch noch mit der Europaebene, ich kann mir nicht vorstellen, dass es denen das wert ist. So. Okay. Das wäre Nein, das ist nicht problematisch. Der Staat kann ja problemlos Bildungseinrichtungen fördern und finanzieren. Das ist ja nicht das Problem. Aber einfach ohne Begründung einer Firma Geld zu geben, das ist von der Europäischen Union. Nein, also ein Bildungsprogramm, warum sollte die EU da sagen, nee, das ist nicht machbar? Also es wäre ja dann quasi vorgesehen für den Kohleausstieg und man müsste es dann natürlich umwidmen, aber mit der EU zumindest sehe ich da kein Problem. Ich sehe auch nicht keine rechtlichen Probleme, die bestehen würden, ein Forschungsinstitut in einer bestimmten Region zu fördern oder ein Verkehrsprojekt. Das sollte eigentlich keine juristischen Probleme nach sich ziehen.